bin einfach zufrieden, so wie es ist. Also ich fahre jetzt nach London und habe mir eigentlich den Traum erfüllt, den ich vor 2 Jahren hatte, beim Zehnkampf bei Olympischen Spielen. Das ist die Heimat eines Zehnkämpfers. Die Leichtathletikgemeinschaft Eintracht Frankfurt schickt gleich 2 von ihnen zu den Olympischen Spielen nach London, die in knapp 2 Wochen beginnen, um den König der Athleten zu finden. Neben dem Offenbacher Pascal Bärenbruch, der bei der Leichtathletik-EM Ende Juni Europameister wurde, hat auch Jan-Felix Knobel, der in Helsinki nicht an den Start ging, sein Olympiaticket gelöst. Ja, ich bin da jetzt auch eigentlich recht locker. Ich meine, hat halt nicht geklappt bei der EM. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, aber mein Ziel war Olympia und ich habe mich für Olympia qualifiziert. Jetzt da, ja, klar, mit der 2. Chance und eigentlich auch auf letzten Drücker. Aber das wäscht das eigentlich schon wieder weg. Also ich bin völlig zufrieden, so wie es eigentlich gerade ist. Mit der persönlichen Bestleistung von 8.228 Punkten reist der 23-jährige Architekturstudent zu Olympia. Dass mit dieser Punktzahl in London wohl nicht viel zu gewinnen wäre, weiß der U20-Weltmeister von 2008. Ja, von Chancen zu sprechen ist immer ein bisschen schwierig. Also es ist Olympia und es ist einfach erstmal ein interessanter Wettkampf und absolut alle Top-Leute am Start. Ja, ich hoffe einfach mit eine Bestleistung zu erreichen und das wäre bei mir eben über 8,3 im Bereich zwischen 8,3 und 8,4. Das ist einfach ein realistisches Ziel für mich und denke, dass man damit im Bereich Platz 10, vielleicht auch im Bereich von Platz 8 landen kann. Gibt es bei den Königen der Athleten eigentlich auch Schwachstellen? Ja, also im Prinzip habe ich mich in Disziplinen entwickelt, wo ich eigentlich immer so ein bisschen drauf gehofft habe. Also die Sprintleistungen sind besser geworden und wurfstark bin ich generell. Die Sprünge sind eigentlich auch stabil. Da hat es ein bisschen gehapert, weil wir im Winter so ein paar Probleme mit dem Fuß hatten, wo wir nicht kontinuierlich trainieren konnten, aber das war nicht schlimm. Also sie sind eigentlich auch stabil. Ja, bei den 1500 bin ich einfach nicht der prädestinierte Läufer für, aber jo, also im Endeffekt, wenn es wirklich drauf ankommt, denke ich, dass ich rennen kann und ein paar Sekunden rauszuholen, ist da immer möglich.